Alfa Romeo stellte 1962 die erste Giulia vor und eröffnete damit das Segment der sportlichen Limousinen. Jetzt gibt es die neue Giulia, die für ordentlich Aufregung sorgt. Und wir dürfen heute das allererste Mal die Top-Version, die Giulia Quadrifoglio, fahren. Doch bevor wir uns hinter das Steuer setzen, schauen wir uns erstmal das Design an. An der Front der neuen Giulia fällt als allererstes mal das hier deutlich größer und markanter gestaltete sogenannte Scudetto auf, das ganz klar sagt, hier kommt ein Alfa Romeo. Sehr wichtig sind auch die großen Lufteinlässe, die den großvolumigen und sehr starken Motor optimal belüften sollen. Dann haben wir hier vorne noch den sogenannten Active Aero Splitter. Das ist eine, sagen wir mal, aktive Frontschürze, die sich aus- bzw. einfährt, je nach Geschwindigkeit und so für optimalen Abtrieb sorgt. Auch sehr schön geworden sind die sehr schlanken Scheinwerfer mit einem Tagfahrlicht, das sehr präzise gestaltet ist, sich leicht nach innen neigt und sehr eng steht und damit dem Fahrzeug, sagen wir mal, einen bösen Blick verleiht. Sehr schön geworden ist auch die richtig langgezogene Haube, die hier bei der Quadrifoglio-Version nicht nur Lufteinlässe besitzt, um den Motor wieder optimal zu belüften, sondern zudem noch komplett aus Carbon besteht und damit deutlich Gewicht einspart. Aber jetzt zur Seite des Fahrzeugs. Das Kleeblatt-Symbol ist nicht das einzige Unterscheidungsmerkmal zwischen unserer Quadrifoglio, der Top-Version, und dem Serienfahrzeug. So gibt es hier zum Beispiel spezielle 19 Zoll Alufelgen und natürlich die großen Keramik-Carbon-Bremsen. Außerdem haben wir hier den Luftauslass und verbreiterte Seitenschweller aus Carbon. Ein ganz wichtiger Punkt ist das Dach, denn das ist komplett aus Carbon. Das spart Gewicht und senkt nochmal den Schwerpunkt. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten. So zum Beispiel haben beide Fahrzeuge eine insgesamt sehr sportliche, sehr coupéhafte Form, kurze Überhänge und einen relativ langen Radstand. Und jetzt gehen wir mal zum Heck. Auch hier unterscheidet sich unsere Quadrifoglio-Version von der Serie. Und zwar unter anderem durch diesen Carbon-Spoiler hier oben, durch den großen Diffusor und natürlich durch diese vier riesengroßen Endrohre. Was mich jetzt aber interessiert, ob das Interieur diesem Sportwagencharakter ebenfalls gerecht wird. Im Interieur der Giulia geht es direkt sportlich weiter. Das fängt an hier mit dem kleinen, sehr handlichen Sportlenkrad. Und das hat nicht nur die normalen Bedienelemente hier, sondern zusätzlich noch den Startknopf fürs Auto am Lenkrad. Und das ist wirklich fast Autofahren wie in der Formel 1. Dann haben wir hier bei der Giulia außerdem noch in unserer Quadrifoglio-Ausstattung eine Alu-Pedalerie, die auch wieder so typisch sportlich ist. Wir haben hier überall Carboneinlagen oder Carbonoptiken. Wir haben eine sehr schöne Sechsgangschaltung mit sehr kurzen Schaltwegen. Aber wir haben auch, wenn es ums Infotainment geht, ein sehr modernes System an Bord. Das heißt Alfa Connect. Das hat einen bis zu 8,8 Zoll großen Monitor, bietet ab Jahresende unter anderem auch eine vernünftige Smartphone-Integration durch Apple CarPlay und Mirrorlink. Und wir haben, was ich ganz wichtig finde hier im Interieur, sehr gute Sitze. Die bei uns hier verbauten Sitze sind die Carbon-Sitze, die sind optional, aber die bieten unglaublich viel Halt, sehen super aus und sparen natürlich auch nochmal Gewicht. Auf der Rückbank gibt es auch ausreichend Platz für ein Fahrzeug dieser Kategorie, ganz wichtig. Bei der Quadrifoglio-Version ist das hier ein reiner Viersitzer. Die anderen Fahrzeuge, da kann man mit bis zu 5 Personen sitzen. Aber hier haben wir halt für mehr Seitenhalt deutlich besser ausgeformte Einzelsitze. Der Kofferraum der Giulia bietet 480 Liter Ladevolumen. Das ist, wie ich finde, für eine Limousine dieser Größe vollkommen in Ordnung. Ich kann hier auch natürlich die Rücksitzbank umlegen, um dieses Volumen nochmal deutlich zu erweitern. Das geht aber bei der Quadrifoglio-Version nicht, denn die ist betont sportlich ausgelegt, hat hinten Einzelsitze und damit kann ich die Rücksitzbank nicht umklappen. Jetzt wollen wir aber schauen, wie sich dieses Kraftpaket auf der Straße bewegt. Was sofort auffällt, wenn man das erste Mal mit der Giulia unterwegs ist, ist, direkt nachdem man sich an die brachiale Gewalt des Motors gewöhnt hat, ganz eindeutig die Lenkung. Die ist extrem feinfühlig, präzise und sehr direkt. Und man kann das Fahrzeug so sehr genau lenken. Das macht wirklich viel Spaß. Man muss sich nur daran gewöhnen, aber dann ist es ein echt großes Fahrerlebnis. Die Giulia bietet uns unterschiedliche Fahrmodi. Das sind hier Natural, Advanced Efficiency, Dynamic und für die Giulia Quadrifoglio auch noch Race. Und damit können wir das Auto auf unseren aktuellen Bedarf abstimmen. Und ganz wichtig, bei Race werden alle Helferlein abgeschaltet. Also da wirklich Vorsicht, da wird das Auto zum echten Biest.
Man merkt der Giulia an, dass sie von Grund auf als sportliches Fahrzeug konzipiert wurde. Und das liegt hier bei der Quadrifoglio nicht nur an dem großen Motor und der vielen Leistung, sondern es ist vielmehr das gesamte Paket. Es fühlt sich einfach sehr sportlich an. Die Schaltung ist knackig, die Pedalerie ist sehr direkt, die Lenkung funktioniert wirklich super, so präzise, wie man sich das wünscht. Und das Ganze ist wie aus einem Guss und wirklich einfach nur Fahrspaß pur. Für die Giulia gibt es aktuell 5 unterschiedliche Motorisierungen. Den Anfang macht ein 2,2 Liter Vierzylinder Dieselmotor mit 136, 150 oder aber 180 PS. Dann gibt es noch einen 2 Liter Vierzylinder Benziner, der liefert 200 PS. Außerdem gibt es dieses Kraftpaket hier in der Quadrifoglio. Das ist ein 2,9 Liter V6 Biturbomotor. Der liefert 510 PS bei 600 Newtonmetern Drehmoment. Das reicht, um dieses Fahrzeug hier in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100 zu katapultieren. Spitzengeschwindigkeit 307 km/h. Geschaltet wird bei den Fahrzeugen entweder manuell über 6 Gänge oder aber über 8 Gänge mit der Automatik. Mit der Giulia und vor allen Dingen mit der Quadrifoglio-Version hat Alfa definitiv ein Fahrzeug auf die Straße gestellt, das sich vor seinen Wettbewerbern nicht verstecken muss. Wichtig hier ist, das ist das erste von 8 neuen Fahrzeugen, die auf dieser Basis als heckgetriebene Fahrzeuge kommen. Und das ist für mich ganz klar der Weg, den ich bei Alfa gerne sehen möchte, nämlich zurück zu sportlichen, heckgetriebenen Automobilen. Ich bin mir sicher, wenn man das konsequent verfolgt, bleibt der Erfolg nicht aus.